Okay, pass auf, wir versuchen es. Hey! Einmal dahin, bitte. Jo, und lauf gegen. Bitte, bitte, bitte. Yes! Holy moly! Easy! Wir machen die easy fertig. Jo, und somit wir herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Monster Hunter World Iceborne. Ja, ihr seht schon, Aneki hat sich wieder zurückverwandelt. Ich sag mal so, es sieht nicht ganz gut aus. Es sieht zwar schon süß aus, es ist auch ein bisschen besser von der Verteidigung her. Aber ich fand, der Neckar sah geiler aus. Aber ist egal, wir gehen jetzt zur nächsten Mission. Ihr habt schon gelesen, Velkana ist nun dran. Meisterrang, Aufgaben. Wir müssen machen eine Geschichte von Eis und Feuer. Und das wird, ich glaube, sozusagen wie beim älteren Teil vom Nergigante. Denke ich jetzt mal so, dass das der Vergleich ist. Aber mal gucken, mal gucken, mal gucken. Das wird geil. Na, was überlegst du? Hey. Bevor ich gegangen bin, gab mir mein Großvater dieses Fragment. Okay. Ich glaube, er hat es aus der neuen Welt mitgebracht. Hä? Ja, ich weiß. Die Regeln sagen nichts mitnehmen. Was? Aber er wollte, dass ich... Partner, sag mir. Was denn? Warum glaubst du, verlassen Leute ihre Heimat und ihre Lieben? Gute Frage. Wissen, dass sie vielleicht nie mehr nach Hause kommen. Ich frage mich, was sich mein Großvater dabei dachte, das Ding hier mitzunehmen. Er war ein sorgloser Mann. Aber er nahm die Erforschung dieses Dings sehr wichtig. Letztendlich fand er nie heraus, was es ist. Warum hat er es mitgenommen? Warum ich? Vielleicht bist du die Zukunft. Vielleicht dachte er, sie erledigt das. Das kann sein. Vor 40 Jahren scheiterte ihre Expedition. Und sie überließen es der nächsten Generation. Auf unseren Erfolg hoffend. Und jetzt sind wir hier, weil jemand an uns geglaubt hat. Dein Vater. Und weißt du was? Wir scheitern nicht. Ich weiß es. Richtig. Wir scheitern nicht. Bereiten wir dich vor, Partner. Es gibt noch viel zu tun. Alles klar. Startquest, eine Geschichte von Eis und was Feuer. Was könnte den Velkaner in die Heimat der Ältesten geführt haben? Keine Ahnung. Sag du mir das. Kiste. 50 Minuten. Okay. Pass auf. Ich bin gut vorbereitet. Ich habe alles mitgenommen. Und ich denke mal, wir sollten ihn locker fertig machen. Das werden wir natürlich erst gleich sehen. Hallo, Kinder. Wo ist denn... Warte mal. Ich habe hier auf Gamescom kurz einmal gespielt. Ich weiß vielleicht, wo er ist. Und zwar ist er hier vorne, weil der geradeaus... Und dann hoch und dann wieder runter. Okay, ja. Er ist nicht hier? Warte, hier war was Blaues? Na, wir haben eine Spur gefunden, aber das war's auch schon. Ja gut, oder? Hier. Jop, hier. Hä? Oh. Eis? Velkana? Aneki. Ich glaube, wir haben sie. Ruhig. Sie schläft. Hübsch. Hübsch, hübsch. Ah, die Eiseskälte weht über dem Land. Alter. Diesmal nicht heiß, es ist kalt. Velkana. Okay, Kleines. Sie scheint... Oh, was? Hä? Also, nee. Das war gerade doch komplett eine Verarsche. Aber Leute, ich habe was herausgefunden. Denn, passt mal auf, hier oben, das hier können wir abschießen. Zack, Junge, tausend noch was, weg damit. Ja, ich habe das voll... Oh, ich wollte gerade sagen... Wo ist es hin? Aber hier ist es ja. Ich habe das vorhin Gary gezeigt, weil ich denke so, das da oben kann man doch abschießen. Ne? Und zack, wir konnten es abschießen. Guck mal. Easy peasy. Oh, oh, oh.
Oh, ja. Okay, Baby, okay. Ich habe keine Angst vor dir. Komm, runter mit dir. Komm, zack. Das Gute ist, meine Waffe ist ja sozusagen gegen Drachen gut. Aber mal gucken. Oh, hallo. Oh, sehr böse, sehr, very böse. Spuck ruhig. Scheiße, ich hätte sie gegen die Wand... Ja, okay, hier ist gar keine Wand in der Nähe. Aua. Thank you, arigato. So, bitteschön. Bitteschön, noch einmal. Wir heben uns kurz mal das Rote da auf. Komisch. Er oder sie ist gar nicht auf mich. Das ist wirklich seltsam. Warum geht sie nicht auf mich drauf? Okay, Freunde, was? Komm, lauf gegen die Wand, Baby. Naja, hier ist keine Wand, aber vielleicht lauf gegen... Oh nein, schade. Kristallexplosion. Geh in die Fresse rein. Nochmal in die Fresse. Hey, Kleines, du willst jetzt nicht abhauen, oder? Das würde ich jetzt nicht korrekt... Warte mal. Ab gegen die Wand. Mist. Okay, pass auf, wir versuchen es. Hey. Einmal dahin, bitte. Jo, und lauf gegen. Bitte. Yes. Holy moly. Easy. Wir machen die easy fertig. Ich hoffe es. Aber der Drache ist wunderschön. Ich will ihn gar nicht töten. Aber wir müssen es tun. Ich habe sie mir aber irgendwie größer vorgestellt. Sie ist voll klein. Ja, hat er auch noch nicht. Ich habe nichts davon gesagt. Oh. Okay, war ein bisschen erfrischend, aber nicht nochmal, bitte. Hey. Lass doch mal Aniki in Ruhe, oder was? Oh, yes. Schade, ich dachte, ich kann einmal über den ganzen kompletten Körper runterrutschen. Okay, noch ein drittes Mal? Nee, schade. Wäre cool gewesen. Wäre wirklich cool gewesen. Na, ich weiß, du machst das manchmal zweimal. Ja. Oh, Aniki. Ja, you are welcome. Naja, gehen wir... Warte mal. Er läuft schon wieder so kacke. Oh, thank you, man. Okay, und rutschen. Ich verstehe es nicht, warum er nicht gerutscht ist, aber ist Monster Hunter. Monster Hunter sehr viele Fehler haben. Wir benutzen mal ganz kurz... Heilige Scheiße. Jo, dreh mal am Rad, Alter. Jo, super. Er ist sofort natürlich wieder da. Okay, diesmal, jetzt gerade machen wir uns überhaupt nicht mehr gut. Oh Gott. Und wie ich es liebe, wenn ich hier verwirrt bin. Aniki, alter Baby, dankeschön. Warte, ich lenke sie kurz ab, ja? So, einmal bitte. Noch einmal. Schön stehen bleiben. Aniki, stehen bleiben. Alles ist gut. Sehr gut. Perfekt, Baby. Yo. Und. Bitte geh down. Down. Okay, sie will sich nicht hinlegen. Yes. Na, wir müssen weg. Ich krieg's gleich ab. Nee, ich hab's nicht abbekommen. Very nice. Okay, sehr gut. Ich weiß zwar nicht, was passiert, aber ich denke mal höchstwahrscheinlich sind wir festgefroren. Wie halt im Real Life, wenn du die Zunge an so ein Stück Eisen machst. You know what I mean? Ich denke, der eine oder andere wisst ganz genau, was ich meine. Okay. Ah, Baby. Baby, wir machen dich aber gut fertig, wa? Ich glaube, damit hat sie nicht gerechnet. Und noch ein drittes Mal? Nee. Okay. Haben wir hier noch was? Ja, hier. Hör auf zu spucken. Sehr gut. Guck mal, Aniki mag das doch nicht. Ah, ich wusste, dass sie es noch ein zweites Mal macht, aber I don't know. Hey. Aniki, du kannst mir es eigentlich schon bringen hier, ne? Also, wenn du willst. Kleiner. Ich glaube, er macht es nicht, oder? Ah, doch, guck mal, er macht es. Er bringt es mir. Arigato. Hey, warum ist er schon wieder aus der Puste? Das ist doch ein Witz. Ja, nimm mal einen Trank. So, sehr gut. So. Das war natürlich nicht so geil, aber ist egal. Wir sind ja noch sehr gut dabei. Zack, Junge. Und rauf da. Mitten in die Fresse. Ich kann ihn gegen die Wand. Ich habe noch zwei Dinger. Nice, egal. Schieß mal jetzt schon drauf. Boom. Hat zwar nicht viel abgegeben, aber naja. Immerhin etwas. So, Kleiner. Jo, schön am Kotzen, Baby. Einmal die Flügel ab, bitte. Junge. What? Oh, habt ihr das gerade gesehen? Kristalle sind von ihnen abgegangen. Okay.
Ah. Okay, da muss ich aber jetzt, sobald er das macht, muss ich sofort weg. Oh, er spuckt schon wieder ganz Boden voll. Yes! Okay, diesmal, wir haben gar... Warte mal, warum sind die Kristalle so? Kann man die etwa runterschießen? Wir testen erstmal ganz kurz. Kleiner, bitte mitkommen, bitte. Hierher. Komm her. Oh, guck mal hier, die Pflanze. Mist, es geht, glaube ich, nicht. Mal sehen, noch mal gucken. Schieß gegen, schieß gegen. Nee, es geht nicht. Mist. Schade, das wäre cool gewesen. Ach, Mann. Sein Schwanz muss ab. Bei ihm musste wirklich sein Schwanz ab. Sein Schwanz nervt, aber tierisch. Zack. Das aber noch lange nicht ab. Oh, er spuckt wieder auf den Boden. Sehr gut für mich. Zack, sehr schlecht für ihn. Okay, wir sind nicht verwirrt. Ach, immer dieselbe Umdrehung. Irgendwie macht er dieselben Attacken. So, ein Megatank bitte. Komm, drück ihn, drück ihn. Jo. Kollege, ruhig, 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 ruhig. Ja, irgendwie macht er dieselben Attacken. Oh, er hat eine neue Attacke gemacht. Habt ihr das gerade gesehen? Es war klar, dass er mich damit trifft, aber ist nicht schlimm. Nein, ich glaube, wir sterben. Na komm. Schade, dass das bei Monster Hunter wirklich nicht so ist. Umso schneller du drückst, umso schneller bist du wieder da, weißt du? Aber Monster Hunter ist halt so, egal wie schnell du drückst, du bist auch, wenn du langsam drückst, genauso schnell da wie halt normal. Aber ist nicht schlimm. Okay, wir sind bis jetzt nicht einmal gestorben. Also kann sich das ja noch sehen lassen. Halalalala. So, Baby. Zack, bitteschön. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, alles noch in gutem Bereich. Das hätte ich jetzt gar nicht machen müssen. Da rechts ist eine Fliege. So, warte mal. Was habe ich denn? Der Mantel ist immer noch nicht bereit. Warum rutschst du nicht, Boy? Er will einfach nicht. I don't know why. Ich weiß es halt nicht. Oh, Kollege, ich werde jetzt wieder auf dich drauf springen, okay? So, oh Gott. Ging wenigstens irgendwas ab? Nee, anscheinend nicht. Okay. Er dreht. Aha. So, bitte, ich brauche was Rotes von dir. Dankeschön dafür. Okay, es ist nichts hier. Und noch einmal, Baby. Komm, 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 komm. Ja, ihr fragt euch sicherlich, warum macht er das in dieser Folge öfters als sonst? Ich habe bei Gary gesehen, das Spiel sozusagen ist einfacher geworden, indem man auf das hier macht und dann die ganze Zeit dann Dreieck und so weiter. Das ist halt übelst einfach gemacht. Man muss sagen, damit hat meine Monster Hunter World Iceborne einen übelsten riesigen Vorteil gegenüber den Monstern. Kleiner Junge, nicht mit mir. Okay, und noch einmal. Wir brauchen kurz was Rotes. Ich will gegen die Wanddorn ansehen. Komm, ist gut jetzt. Wie hat der mich getroffen? Wie hat... Oh yes, Baby. Oh yes. Kann ich so auch? Nee, komm. Dann machen wir einmal Dreieck hier. Bitteschön. Ach ja, ach ja. Er mit seinem Schwanz, Alter. Jo. Perfekt. Ab gegen die Wand, Junge. Nein, er hat sich gedreht. Mist. Er wusste, was ich vorhatte. Na, was ist los? Und? Ja. Ist ja, irgendwann ist ja gut hier. Da kommt. Ja, warte mal, warum gebe ich so voll wenig ab? Und mit dieser komischen R2-Attacke gebe ich voll viel ab. Komisch, komisch, komisch. Aber egal. So haben wir jetzt ein bisschen einiges abgegeben. Ja, jetzt kommt er wieder mit seiner Schwanzattacke. Boy, wir haben genug davon. Und weg. Hätte ja sein können wie Dark Souls, dass wir dann sozusagen richtig ausgewichen sind. Aber nein. Schrei mal leiser. Hier, ich hab noch mehr. Oh, das hat dir nicht gefallen, wa? Oh, scheiße, ich bin gleich tot. Aniki, kannst du mal bitte? Aniki, mein Engel. Aniki. Hey. Yo. Aniki, wir haben es geschafft. Yes. Hä? Was passiert hier? Hä?
Oh nein. Stimmt. So sah es auf der CD aus. Uiuiuiuiui. Oh. Ui, 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 ui. Partner, wir müssen hier weg. Wirklich? Oh nein, geh weg. Nein. Achtung. Ich glaub. Partner! Gib mir meinen Partner nur. Ich hab mich auf. Wo ist der Drache hin? Hallo? Partner! Nein! Steh bitte auf! Geht es ihm gut? Der Spalt kommt hier durch. Ja, was hast du da? Ein Zettel. Geil. Eine Karte. Na komm. Bestimmt eine neue Karte. Eine neue Insel. Du bist immer einen Schritt voraus. Maybe. Wie damals. Aber du hast mir Hausaufgaben hinterlassen. Na komm, zeig mal. Was ist? Oh, was? Ja, toll. Gut hast du das gemacht. Super. Oh oh. Da, sie ist tot. Also wenn sie das überlebt hat. No way. Da gibt's keine Chance. Sie ist tot. Okay, 11 Minuten noch, was haben wir gebraucht? Sehr gute Zeit sogar. Perfekt. Nicht einmal gestorben, sozusagen. Yes! Jägerrang 45, ja, Meisterrang 12, ja, ja. Ich komme damit echt nicht hoch. Da jetzt alle hier sind, können wir ja anfangen. Erst einmal, wie geht es dir? Nur dank dir konnten wir den Velkaner zurückschlagen. Mir geht's sehr gut, danke. Ohne dich hätten wir, offen gesagt, keine Chance gehabt. Grandiose Arbeit. Kein Problem. Nun, wo wir gerade vom Velkaner sprechen, bleibt noch die Frage, wohin er sich zurückgezogen hat. Ausführen bitte. Gerne. Nach seinem, wenn ich so sagen darf, erschütternden Kampf mit den Top-Auswahlern hat der Velkaner plötzlich seinen Panzer transformiert und hat sich fliegend in die Hinterlande zurückgezogen. Wir haben noch keine Ahnung, warum er sich verwandelt hat oder überhaupt in der Heimat der Ältesten gewesen ist. Das ist nur meine persönliche Ansicht. Aber ich glaube, der Velkaner hat sich nicht zurückgezogen. Ich denke, er hat die Heimat der Ältesten verlassen, nachdem er erledigt hat, was er dort tun wollte. Was für einen Grund könnte ein Drachenältester aus einer arktischen Umgebung haben, zum ewigen Strom oder der Heimat der Ältesten zu reisen? Ich glaube, das könnte etwas mit der überraschenden Metamorphose seines äußeren Panzers zu tun haben. Was auch der Fall sein mag, wir müssen das weiter untersuchen. Eine letzte Sache noch. Dieser neu transformierte Velkaner scheint unglaublich stark zu werden. Wenn wir nichts unternehmen, könnte Seliana bald in schrecklicher Gefahr sein. Ach, dann gibt es keine Zeit zu verschwenden. Feldteam, zurück in die Hinterlande und findet den Velkaner. Versorgung, Technik, wir müssen unsere Verteidigung verstärken. Wir werden Waffenunterstützung von hier in Astera gewährleisten. Sei flink, aber vergiss nicht,
Jeder sorgfältige Schritt oder übereilte Fehler kann den Unterschied zwischen Erfolg und Fehlschlag machen. Das ist alles. Wegtreten. Hi. Tja, es lief doch schon mal erste Sahne, würde ich sagen. Wir müssen den Vulkaner finden. Machen wir. Lass uns eine Expedition in die Raureifweite unternehmen. Der Boss hat gesagt, dass er wegen etwas besorgt ist. Ich frage mich, was das ist. Ja, das werden wir natürlich erst herausfinden. Aber das werden wir in der nächsten Folge tun. Also, auf jeden Fall war es das hier von der weiteren Folge Monster Hunter World Iceborne. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wenn sie euch gefallen hat und Vulkaner, dann lasst mir auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.